Ja, diese Woche haben wir mal wieder ein Wunschvideo. Und zwar hat sich jemand mal etwas Einfaches gewünscht. Und zwar eine kleine Erklärung zu Speicherzellen. Und zwar war das Yannick Stolt. Es haben auch ein paar andere dieses Kommentar befürwortet und geliked. Deswegen machen wir das mal. Ja, was sind Speicherzellen? Speicherzellen sind eigentlich einfache Verschaltungen, die sich einen Zustand merken, beziehungsweise zwei Zustände, nämlich an und aus. Die einfachste Möglichkeit, wie man das machen kann und wie man es auch schon seit Ewigkeiten machen kann, ist mit zwei Fackeln, die quasi in Reihe geschalten sind. Das heißt, wenn ich jetzt Strom auf die eine Fackel gebe, geht die aus und die andere an und es merkt sich das und genau umgekehrt. Das Ganze kann man so relativ eng bauen oder wenn man es flacher haben will, so. Weil in diesem Fall müsste natürlich muss der Redstone hier oben drauf laufen. In diesem Fall muss hier nichts oben drauf sein. Funktioniert natürlich genauso, ist aber natürlich umfangreicher. Das Ganze kann man natürlich auch in die Höhe bauen. Und der Vorteil ist, dass es dann flacher ist oder schmaler, je nachdem, wie man es sehen will. Funktioniert genauso, das heißt, die Fackeln sind im Prinzip hier im Kreis geschalten. Und der Vorteil ist jetzt eben hier, dass man das gleiche direkt nochmal nebeneinander bauen kann und so wirklich alle zwei Blöcke die gleiche Anlage nochmal bauen kann, wenn natürlich die restliche Schaltung das auch zulässt. Ein weiterer Vorteil ist hier auch noch, dass es quasi ein bisschen Höhe überwindet. Das kann man oft auch gut gebrauchen, finde ich. Man könnte das Ganze jetzt auch anders bauen und zwar niedriger und trotzdem eins schmal. Dann braucht man aber hier die Hilfe von Repeatern, wodurch das Ganze natürlich ein bisschen langsamer wird, bis der Zustand komplett einmal gewechselt ist. Das Ganze kann man natürlich auch mit zwei zusätzlichen Fackeln, also mit vier Fackeln bauen oder mit sechs Fackeln, aber dadurch wird das Ganze zwar, ich sag mal, flexibler zu bauen, aber jedes Mal langsamer, weil es länger dauert, bis das Redstone-Signal einmal durch die Speicherzelle gelaufen ist und alle Zustände quasi sich normalisiert haben. Ja, das sind so ein paar Vorschläge, wie gesagt, wie man mit Fackeln sowas bauen kann. Das kann man natürlich immer an seine Maschine anpassen. Man muss einfach nur Fackeln 2 oder 4 oder 6 hintereinander schalten. Dank dem Komparator, der ja auch so eine Art Fackel ist, zusammen mit anderen Funktionen, wenn man ihn auf Subtraction stellt, kann man natürlich auch so eine Speicherzelle bauen. Das heißt, ich speichere in so einer Rundschaltung alles und wenn ich die Speicherzelle entladen will, gebe ich einfach genug hohen Strom auf den Komparator und das Ganze entlädt sich wieder. Theoretisch kann ich das Ganze natürlich auch mit niedrigeren Spannungen machen. Zum Beispiel, wenn ich hier mit einer niedrigen solange natürlich ein Repeater drin ist, geht es nicht. Das heißt, wenn man hier zwei Komparatoren drin hat und dementsprechend hier auch einen Block, kann man damit auch die Redstone-Stärke speichern. Das heißt, ich kann das Ganze mit einem schwachen Signal laden. Dann ist es jetzt hier nur noch Stärke, keine Ahnung, welche Stärke es war, Stärke 6. Dann reicht natürlich auch eine geringere Stärke, um das Ganze zu entladen. Und das Ganze kann man sich dann weitergehend zunutze machen. Wenn man jetzt hier eine Speicherzelle hat, in der man quasi einen, ich sag mal, einen analogen Zustand speichern will, das heißt auch die Redstone-Stärke speichern will, das ist prinzipiell genau das gleiche wie hier, dann kann ich das natürlich auch wieder so abgreifen und dementsprechend auch einen Füllstand zum Beispiel irgendwo speichern oder ein Punktesystem irgendwo anzeigen, ohne viel technische Schwierigkeiten zu haben. Um das Ganze dann zu entladen, kann ich auch zum Beispiel hier ein nur ein starkes Signal nehmen, zum Beispiel indem ich nur ein Item habe und das Ganze mit einem Komparator auslese, dann wird hier quasi pro Redstone-Tick nur eins abgezogen, solange hier was abgezogen wird. Wenn ich das Signal kurz genug mache, kann ich dann immer zielgerichtet eins Stärke abziehen. Ich weiß gar nicht, eins Stärke dazu zählen geht nicht so einfach, ne? Würde mir jetzt kein Weg spontan einfallen. Aber man kann nicht alles müsste haben. Wahrscheinlich man könnte hier ein Signal nehmen und den Inhalt von der Speicherzelle davon abziehen. Mhm. Ja gut, man könnte tatsächlich das Signal hier, was rauskommt, einmal invertieren, dann eins abziehen und dann wieder invertieren und wieder reinladen. Dann müsste es wieder eins stärker sein. Ja.
Aber wie gesagt, wir wollten das jetzt nur mal kurz am Rande erwähnen. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch mit mechanischen Mitteln machen. Zum Beispiel hier mit zwei Pisten. Sollten in dem Fall, dürften keine Sticky Pisten sein, sondern normale Pisten. Und so kann ich auch quasi ein An- und Aus- bzw. ein Links- und Rechts-Stadium speichern. Das Ganze gibt es auch schon länger. Früher, ohne den Redstone-Block, hat man das auch schon gebaut. Der eine oder andere wird es kennen. Mit zwei Fackeln und einem Block hat man genau den gleichen Effekt. Funktioniert einwandfrei. Ist natürlich immer mit Pisten, dadurch ein bisschen von den Timings her komisch und vielleicht auch ein bisschen buganfällig, man weiß es nicht. Funktioniert aber eigentlich recht gut. Ja, allerdings, was ist jetzt hier der Fall? Man muss natürlich, um den Zustand zu wechseln, immer den relativ anderen Zustand aktivieren. Das ist bei all diesen Speicherzellen, die wir gezeigt haben, so. Wenn man das gleiche nochmal drückt, passiert natürlich nichts, weil der Zustand schon gewählt ist. Jetzt hat man aber auch häufig das Bedürfnis danach, dass quasi ein Impuls auf die Zelle geht und dann wechselt der Zustand, egal in welchem Zustand er ist. Und das kann man am besten mit solchen mechanischen, sag ich mal, Speicherzellen machen. Und zwar in dem Fall auch wieder mit Pisten. Sind dann sogenannte Flipflops. T-Flipflops, glaube ich. Ja. Oder Flipflop, ich weiß nicht, wofür das T steht, um ehrlich zu sein. Sind auf jeden Fall Flipflops. Ja, Flipflops. Und in dem Fall funktioniert es eben so, dass sich die zwei Pisten sind beide unter Strom und sperren sich. Wenn der Strom weggeht, zieht sich dann der eine ein, aber der andere will sich noch rausdrücken und dadurch, dass der Strom dann wieder angeht, hat dann immer der andere den Vorrang, aus welchem Grunde auch immer. Ja. Und an diesem Aufbau hier ist auch schön, man kann das Ganze auch ganz flach halten. Und zwar, indem man von oben den Strom gibt und von unten das Ganze abfließt, ist das auch nur eins breit und man kann es wieder schön nebeneinander bauen. Das Ganze geht auch hier ohne Bewegung, aber auch, sage ich mal, mechanisch, mit zwei Droppern und zwei Hoppern. Und zwar passiert hier Folgendes. Hier ist genau ein Item drin und wenn ich Strom drauf gebe, wandert das Item 1 hoch und dann ist hier natürlich keine Ausgabe mehr. Wenn ich jetzt nochmal, also ist jetzt hier drin, wenn ich jetzt nochmal Strom drauf gebe, wandert das Item hier rein und rutscht durch und ist wieder hier unten drin und dadurch habe ich hier wieder Strom drauf. Das heißt, hier kann ich auch wunderbar ein- und ausschalten oder von links nach rechts schalten und wieder zurück. Und das Schöne an diesem Aufbau oder an diesem System hier ist, dass man mit etwas mehr Aufwand auch drei oder vier Zustände machen kann, indem er hier mehrere Dropper verschaltet, wo das Item dann quasi durchgereicht wird. Ist dann allerdings nicht mehr ganz so einfach anzusteuern, weil die Gefahr oft besteht, dass Minecraft, wenn man es in der richtigen Reihenfolge baut, das Item quasi in einem Tick komplett durchreicht und es passiert einfach gar nichts. Aber in diesem kleinen Maßstab funktioniert es auf jeden Fall ohne größere Ansteuerungsschwierigkeiten wunderbar. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man muss den Strom direkt hier mit Repeater reinleiten oder die Himmelsrichtung ist falsch. Genau, die Himmelsrichtung ist manchmal ausschlaggebend, weil das auch die Berechnungsreihenfolge ist quasi. Ja. Ja, zu guter Letzt hat hier Mindrap dann noch das Ganze, also so ein Flipflop, nur mit Schaltungen mal schnell zusammengezimmert. Und es funktioniert genauso gut. Ist natürlich ein bisschen größer von der Fläche her, dafür ist es nur eins hoch, das ist auch eine Leistung. Und das Ganze funktioniert quasi hier mit einer Speicherzelle, die an eine Clock angeschlossen ist. Und solange hier Strom drauf ist, läuft diese Clock. Und wenn der Strom weg ist, merkt sich die Clock den letzten Zustand. Wenn man jetzt nur ein kurzes Signal drauf gibt, wie hier mit einem Signalverkürzer, wechselt dadurch die Clock und die Speicherzelle immer nur einen Zustand weit. Und das Ganze geht perfekt immer an und aus. Funktioniert wunderbar. Ja, das war es eigentlich schon. Unsere kleinen Beiträge zu Sachen Speicherzellen, also das sind die, die wir kennen und häufig benutzen. Es gibt tausende mehr. Wie gesagt, bei Minecraft Wiki und so sieht man das alles wunderbar. Oder auch in Und anderen YouTube-Videos ja, natürlich. natürlich, es gibt auch noch andere YouTube-Videos, habe ich gehört. Sollen aber voll schlecht sein, habe ich gehört. Ja, und viel zu lang. Lieber auf dem Channel hier bleiben. Ja. Und zu guter Letzt wollten wir euch noch eine Spezialanwendung von Speicherzellen zeigen. Ja, und zwar hat sich das auch schon mal jemand gewünscht, und zwar ist es ein RAM, also ein, was heißt, Random Access Memory. Das heißt, ich habe hier sehr viele Speicherzellen zusammengeschalten. Ich kann das mal kurz zeigen. In dem Fall hier, es kommt euch vielleicht bekannt vor von eben, es ist nämlich genau diese hier, die so,
S- oder Z-förmig, ne, Z-förmig nicht, nur S-förmig ist. Und hier wird quasi der Zustand gespeichert und das 8-mal pro Adresse und das Ganze 16 Adressen weit. Das heißt, wir haben hier einen 8-Bit-RAM mit 16 Slots, also prinzipiell ein 16-Byte-RAM. Und ich habe das Ganze hier, das lilane ist die Adressleitung. Das heißt, wenn ich hier eine Adresse anwähle, zum Beispiel ist jetzt hier 1100 angewählt, dann kommt hier unten raus, was da drauf gespeichert ist. Wenn ich jetzt eine andere Adresse anwähle, zum Beispiel hier die 1, dann kommt das raus, was auf dieser Speicherzelle oder auf dieser Adresse angewählt ist. Und das Ganze ist dann hier eben eine 8-Bit-Zahl. Und rudimentär könnte man daraus jetzt einen Computer bauen, indem er hier hinten noch Rechner, Power und alles Mögliche anbaut. Um das noch kurz zu zeigen, man kann jetzt hier dann natürlich auch eine andere Adresse, zum Beispiel mal hier sowas hier, eine andere Zahl in den RAM speichern und zwar auch an die gewählte Speicheradresse. Dann drückt man auf Schreiben. Das Ganze wird geschrieben und ist jetzt auf dieser Adresse gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder die von vorhin wähle, da ist das gleiche immer noch gespeichert. Wenn ich mal noch eine ganz andere wähle, ist wahrscheinlich 0 drin. Genau, da ist gar nichts drin. Aber wenn ich jetzt wieder die von eben wähle, dann ist jetzt immer noch das gespeichert, was ich gerade eben reingeschrieben habe. Und das ist ein RAM. Also das an den, der das mal gefragt hatte vor ewigen Zeiten. Ich wollte ursprünglich mal einen kleinen Rechner oder sowas ähnliches draus bauen, ist aber nie dazu gekommen. Man sieht, ich hatte große Pläne. Und am Rande noch hier ist das gleiche, nur ein ROM, das heißt ein Read-Only Memory. Das heißt, hier kann man keinen Zustand verändern. Das war sozusagen als Programmspeicher gedacht. Das Ganze ist auch 64 Byte lang, also deutlich länger, aber konnte man kompakter bauen. Und hier kann man eben mit Redstone-Blöcken Adressen, Werte reinspeichern, die dann entsprechend der gewählten Adresse hier vorne dann rauskommen an den Fackeln. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf 1 gehe, dann kommt das von der Adresse 1. Und wenn ich auf 2 gehe, kommt von der Adresse 2. Und wenn ich auf 3 gehe, da steht jetzt nichts mehr drin, kommt es von der Adresse 3 und so weiter. Also das sind so die kompaktesten Sachen, die ich dazu mal vor Ewigkeiten gebaut hatte. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, weil wir es noch nie gezeigt hatten. Als kleiner Abschluss zu den Speicherzellen. Weil im Prinzip ist es hier nichts anderes, nur mit einer deutlich komplexeren Ansteuerung, sag ich mal. Gut, das war's dann auch wieder für diese Woche von uns. Wir freuen uns auf nächste Woche. Servus. Ciao. Servus.